Und so sieht man aus, wenn man Reben schneiden geht, nur normalerweise in dickem Wintermantel und Winterstiefeln. So, also hier sind wir mal an einem Stock, wo ich euch zeigen kann, wie der Stock im Prinzip am Ende vom Jahr aussah. Wir haben hier unsere Rebe, unsere Bruckrebe, wo dann die einzelnen Triebe hochgehen. Und hier wachsen dann immer die Trauben das Jahr über. Und jetzt fürs neue Jahr wollen wir im Prinzip eine so eine Bruckrebe hier stehen lassen und wieder auf den Draht biegen und alles andere kommt weg. Und dann wachsen wieder neue Triebe. Und dass jetzt alles wegkommt, das mache ich jetzt schnell und dann geht's weiter. So, fertig geschnitten. Jetzt wird alles rausgezogen. Das heißt, das hier kommt alles weg. Das kommt weg. Und jetzt ist nur noch der Teil da. Und das hier ist jetzt unsere neue Rebe für das Jahr 2020. Die wird jetzt hier drüber gebogen über den Draht und festgemacht.